Jetzt spreche ich mit Christian Horn von der CITO System GmbH. Die CITO System GmbH bietet ein neues Geolokalisierungstool an mit... Das erklären Sie. Lediglich 4 Buchstaben, die hinter denen eine 18-stellige Geokoordinate steckt. Was ist der besondere Vorteil von einem CITO-Adresscode gegenüber einem Adresscode von bekannten vergleichbaren Konkurrenzunternehmen? Den gibt es eben nicht. Das ist das Gute. Die einzige Alternative, die bis jetzt zu CITO in seiner Genauigkeit besteht, ist tatsächlich eine Geokoordinate, mit der ich die Möglichkeit habe, einen Ort zu finden, der nicht im urbanen Raum liegt, also der nicht eine klassische Adresse hat wie Müllerstraße 17. Haben Sie vor, dass das perspektivisch auch von Logistikunternehmen zur Belieferung genutzt werden kann? Dass ich im Prinzip bei DHL, Hermes und Co. nicht mehr meine Adresse angebe, sondern meinen CITO-Code? Unbedingt. Natürlich hat die Logistik schon eigene Systeme, um ihre wie kommt eine Sache zu Punkt B zu erfüllen. Aber sie hat natürlich auch Probleme, wo es eben diese Systeme wie eine klassische Adresse nicht gibt. Zum Beispiel den Bau eines Windkraftrads, ein noch nicht erschlossenes Bauland, ein Energiepark oder sonstiges. Überall da, wo keine Adresse da ist und es nur Geokoordinaten gibt, um punktgenau dorthin zu finden, ist CITO eine 4-stellige und zudem auch informative Lösung, weil hinter dem CITO-Code Echtzeitinformationen hinterlegt werden können, die der Logistiker in einer Sekunde ändern kann und sofort ist es bei seinem Fahrrad. Das heißt, ich habe im Prinzip eine Genauigkeit und Schnelligkeit von Geodaten, die ich vorher nicht hatte. Genau. Okay. Dann letzte Frage noch, was ist Ihr Ausblick, was sind so Ihre nächsten, gerade im Bereich Digitalisierung, Social Media geplanten Schritte? Oha, das ist viel. Wir werden, nachdem wir jetzt 100.000 Codes in den Testmärkten generiert haben, werden wir jetzt intensiv unser Netzwerk aktivieren in insgesamt 50 Ländern. Also wir sind mit CITO in einer Woche in 50 Ländern verfügbar und werden da natürlich die Bereiche der Logistik ansprechen, die Bereiche der Touristik. Und mit der Touristik und Logistik, Logistik haben wir heute gesehen, wird immer sozialeres Thema, natürlich dann auch eine entsprechende Anzahl von Menschen erreichen. Okay, vielen Dank. Sehr gerne.